Kulissenmusik ist so etwas wie deutscher Party-Hip-Hop mit richtig fetten Bässen. Und das ist so erfolgreich, dass die Jungs mit Hey Was Geht Up in den Singlecharts immer weiter nach oben klettern und auch die Abriss-Ski-Locations zum Wackeln bringen. Die Sache ist, wir können ja das Geld gar nicht mehr zählen mittlerweile. Und die Frauen auch nicht. Und das war vorher auf jeden Fall beides nicht so. Nicht alleine, heute wird nur noch gefeiert. Alle Achsen sind dabei, das ist das absolute Highlight. Wir machen schon seit Ewigkeiten eigentlich Mucke. Und dann kam Das geht ab und dann ging es so nach oben auf einmal. So gesehen ist es eigentlich nur eine Widerspiegelung, was wir eigentlich machen. Und zwar die ganze Nacht feiern und man wollte das einfach der Welt mal mitteilen. Und das haben wir so mitgetan. Wir feiern die ganze Nacht. Schon seit vielen Jahren. Hey, hey, das geht ab. Wer die ganze Nacht feiern will, ist in Ischgl natürlich am richtigen Platz. Da konnten die Atzen auch nicht fehlen, denn wer, wenn nicht sie, weiß schon, was eine richtig gute Party ist. Es können 2 Leute sein, es können 5000 Leute sein, solange die Laune stimmt und alle auf Party aus sind, dann ist der Abend schon gerettet eigentlich. Und natürlich darf Atzenmusik nicht im CD-Player fehlen. Mit dem Erfolg steigt natürlich auch der Druck und die Arbeit. Wer denkt, Atzenmusik sind nur noch am Feiern, der hat sich getäuscht. Also vorher haben wir produziert ohne Ende und jetzt reisen wir und produzieren ohne Ende. Also im Grunde genommen ist einfach viel mehr unterwegs. Das ist eigentlich die einzigste Änderung und man muss halt gucken, wie man seine Zeit einteilt. Wir haben eigentlich 24-Stunden-Tag und wir würden gerne 48 Stunden haben, aber gibt's leider nicht. Was soll man da machen? Auf die Skier begaben sich die Jungs in Ischgl zwar nicht, aber immerhin, sie besitzen bereits Pistenerfahrung abseits vom Abriss-Ski. Es gibt kein Bier auf Hawaii. Es gibt kein Bier, es gibt kein Bier auf Hawaii. Doch wir sind trotzdem kein Bier auf Hawaii. Es gibt kein Bier, es gibt kein Bier. Da war ich 12, 11 oder 12. 7. Klasse. Sechste Klasse. Aber ich war gut und bei dem Skiturnier habe ich den 2. Platz gemacht beim Abfahrt. Slalom. Ja. Es gibt kein Bier auf Hawaii, doch wir sind trotzdem reich.